Ah, so, endlich raus aus Drachenheim. So, jetzt können wir auch zum Küstenlager hier vorne gehen. Heilungsstab, Regeneration 4 schon. Freischaltbar ab Rang 50, Heilungsstab. Ja, nee, ist klar. Essenz-Dieb muss ich dann als nächstes machen. Und Anmut. Anmut habe ich doch schon. Anmut 1 habe ich nicht. Leichte Rüstung. Anmut, ne, habe ich nicht. Okay, gut. Dann sind schon mal die nächsten Schritte als Heiler schon mal. Oh, Fenorian ist da. Ah, Lyris hatte recht. In diesem Lager wimmelt es von Mitgliedern des Eiskap-Zirkels. Und sie stellen hier auf jeden Fall die Medaillons her. Ich konnte sogar eines mitnehmen. Wir müssen näher ran. Näher? Es gibt mehr über diese Magie herauszufinden, als sie nur aus der Entfernung zu betrachten. Ich muss wissen, wie genau sie ihre Verzauberungen erschaffen. Mit eurer Hilfe werden wir alles, was wir wissen müssen, hier in diesem Lager erfahren. Was ist so besonders an diesem Lager? Es ist ein Landeplatz für Boote, die von der Insel Eiskap kommen. Und sie sammeln hier etwas, was zur Herstellung der Medaillons beiträgt. Wenn ihr mich in die Mitte des Lagers bringen könnt, kann ich erfahren, was es ist. Ich werde euch helfen, die Mitte des Lagers zu erreichen. Es wird eine riesige Hilfe sein, herauszufinden, wie sie diese Medaillons erschaffen. Die Graue Schar treibt ihre Pläne schneller voran. Sie brauchen aus irgendeinem Grund mehr Medaillons. Ein großer Gramsturm naht. Wir müssen bereit sein. Okay, da sind wir. Ist, da ist nochmal ein Gramsturm aufgeploppt. Ah! Komm schon, was macht denn da? Ja. So, die Mitte des Lagers müssen wir erreichen. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Au. Ahaha. Geht doch alles hier mit dem Heilungsstab. Autsch. Oh, da ist es ein bisschen länger, aber... Aber immerhin geht das irgendwie. Was haben Sie mit den Medaillons zu tun? Sehen wir uns den Friedhof in der Nähe an. Das was? Ist das hier? Liebesgut. Wo ist denn der Friedhof? Ist das hier der Friedhof? Durchsucht das Küstenlager. Abgeschlossen. Brockel exhumiert. Die Grabsteine an. Irut. Sie zeigen uns, was so besonders an den ausgegrabenen Leichen ist. Irut Brockel, geliebter Sohn, Hirte, starb im Schlaf, alt wie Himmelsrand. Jerut Utbet, Sohn von Rilo, Häuptlingsschlechter, so alt wie die Berge, geborener Krieger, starb auf den Apport, überschüttet mit Hohn. Unbekannt, eine fahrende Händlerin, ermordet von Banditen, diese Tochter Himmelsrands war als alt und weise angesehen. Lecker, die Korpulente, alt wie der Hist. Ja, ist gut, Fen. Diese Mutter aus Trübmoor gelehrt unsere Tradition, starb an gebrochenem Herz. Gebrochenes Herz, oh. Unter diesem Stein ruht Harlock, der Bastard. Ein müder alter Tunichguter, Bruder von Jor. Ein Taugenix im Leben, der im Schneesturm erfror. Fertig? Seid ihr zu einem Schluss gekommen? Nein. Nun, wir haben beide die Grabsteine sehr gründlich studiert. Wenn wir herausfinden können, warum der Zirkel genau diese Leichname ausgegraben hat, wird uns das etwas darüber verraten, wie die Medaillons verzaubert wurden. Sprechen wir darüber, was wir auf den Grabstein gefunden haben. Natürlich. Notizen abgleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Aus euch wird eine feine Gelehrte, meine Freundin. Wollen wir mal sehen. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Mischung verschiedener Kulturen begraben ist. Es waren nicht nur Nord. Fällt euch an den Verstorbenen etwas auf? Die haben alle etwas gemeinsam, als sie starben. Wirklich? Erzählt mir mehr.
Die waren alle alt, als sie starben. Natürlich. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Die Grabsteine der ausgegrabenen Gräber erwähnten alle, dass die Verstorbenen alt waren. Lasst mich nachdenken. Bei einigen nekromantischen Zaubern braucht man die sterblichen Überreste von Alten. Es hat etwas mit dem natürlichen Verfall des Lebens zu tun. Der natürliche Verfall des Lebens? Laut einer nekromantischen Theorie sammelt ein lebendes Wesen beim Altern auf ganz natürliche Weise immer mehr nekrotische Energie an. Wird ein Körper alt und vergeht, zerfällt das Leben in ihm. Nekrotische Energie ist ein Nebenprodukt dieser Auflösung. Verrät euch das genug, um herauszufinden, wie man die Medaillons herstellt? Ich weiß jetzt genug darüber, wie sie die Medaillons erschaffen, um meine Forschungen weiter voranzutreiben. Ich kehre in den blauen Palast zurück und fange damit an, ein Elixier zusammenzumischen. Was soll ich sonst noch für euch tun? Um ein Elixier herzustellen, das einen gegen die Gramstürme verteidigt, brauche ich noch eine Probe von verfeinertem Niederwurzgebräu. Und wir müssen herausfinden, was die Graue Schar plant. Helft Lyris und Svarna an den Lagern. Dann treffen wir uns am Blauen Palast. Lebt wohl. Okay, das machen wir. Das können wir machen. Wir können ja nochmal... Da ist der Drachenhund da hinten hingehen. Da hinten war ja noch eine Quest. Die können wir dann... Oh. Wir haben hier noch einen entdeckt hier. So. Da kommt noch einer an. Auf dem Boden. Danke. Hihihi. Hohoho. Au. So. Jetzt können wir erstmal wieder zurückreiten. So ein bisschen. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch so ein, zwei Sachen. Das wäre toll. Wir finden ja noch unterwegs noch eine Quest. Dann ist der Drachenhort. Ne, ich glaube, dann hatten wir auch keine Quest mehr hier. Da war dann nur noch diese eine beim Blub, ne? Bei dem. Aber hier ist noch ein Stein gewesen. Das nehmen wir mit. Verzaubern können wir nämlich schon ganz gut inzwischen. Zack. Wir haben dann ja. Ne, so viele da. Und bei der Ausgrabung haben wir noch eine Quest. Die können wir nochmal mitnehmen. Die können wir gleich nochmal machen. Oder später, nachher, wie auch immer. Dum-dum-dum-dum. Oh, noch ein gutes Stück dahin. Was sind die Wege eigentlich mal so weit? Kann das nicht alles mal dicht? Da ist noch ein Hutstand. Dicht an dicht sein? Das wäre toll. Ach, wir sind ja gleich da. Tja. Ah. Ja. Wie schön sie das alles so sagt. Wenn ehrlich. So, hier vorne, war das hier vorne oder war das jetzt auf der anderen Seite? Ja, auf der anderen Seite. So mit Ausgrabung werde ich auch noch irgendwann herausfinden. Da werde ich mich nochmal schlau machen, wie das funktionierte. Da hinten müsste die gewesen sein. Ja, da ist sie. Die nehmen wir mal an. Gucken, was uns da noch erwartet hier. Hallo, Questgeber. Kehrt lieber um und geht denselben Weg zurück, den ihr gekommen seid, Reisende. Hier ist es nicht sicher. Wenn ihr nach Mor Kaskur unterwegs seid, um Handel zu treiben, so spart euch die Mühe. Die verfluchte Mine ist eingestürzt und der ganze Clan ist in Aufruhr. Dass sich Häuptling Ursig und Aufseher Tulskreg an die Kehle gehen, hilft auch nicht gerade. Typisch. Eure Mine ist eingestürzt? Ja. Ich kenne nicht alle Einzelheiten. Ich habe nur ein lautes Rumpeln gehört und dann kamen hustend und schreiend die Minenarbeiter raus. So wie ich das gehört habe, sind einige Arbeiter noch da drinnen eingeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, was der Häuptling unternehmen will. Eine schlimme Sache. Habt ihr eine Idee, was für den Einsturz verantwortlich ist?
Hängt davon ab, wen ihr fragt. Einige Mitglieder des Clans geben dem Häuptling die Schuld. Aber nicht offen natürlich. Andere werfen dem Aufseher vor, dass er nicht nachgegeben hat. Auf jeden Fall wird der Clan ohne die Mine nicht lange überleben. Wenn ihr aushelfen wollt, wird euch niemand aufhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Häuptling Ursig ist schlau. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ein geteilter Clan. Findet den Eingang der Mine. Ja, das tue ich. Das schaffen wir bestimmt. Gerade noch so den Eingang zu finden. Oh, da vorne ist so viel. Da vorne ist noch ein Dings da. Wegpunkt. Schön. Hier da? Passt. Wegschreib von Mor Kaskur. Was haben wir hier vorne noch? Mor Kaskur entdeckt. Okay, hier ist Mor Kaskur. Mhm. Da vorne, da oben ist bestimmt der Mineneingang. Und das nochmal. Aha. Waschstuhl. Sprecht mit Häuptling Ursig. Verdammt, Ursig. Häuptling, wir können nicht riskieren, dass diese Monster hinausgelangen. Denkt an den Rest des Clans. Wir sind Orks, Tulskrek. Ich werde nicht tatenlos herumstehen, während unsere Leute um ihr Leben kämpfen. Das ist nicht eure Angelegenheit, Fremde. Bei Maulochs Kieferknochen. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Ach, spielt keine Rolle. Ich muss mich um diesen befehlsverweigernden Wurm kümmern. Meine Leute sind in der Mine gefangen und brauchen Hilfe. Wenn er nicht auf Linie kommt, ist das seine Beerdigung. Ich habe von dem Mineneinsturz gehört. Was ist geschehen? Ein Unfall. Zumindest hoffe ich, dass es ein Unfall war. Jedenfalls muss Aufseher Tulskrek dringend lernen, sich an Befehle zu halten. Und jemand muss seine törichte Frau Masok zur Vernunft bringen. Sie hat den Schlüssel zu den Minen versteckt und ich will wissen, wo. Warum sollte sie den Schlüssel zur Mine verstecken? Als die Mine einstürzte, kamen von unten seltsame Kreaturen in die Tunnel gestürmt. Masok verschloss die Tür zur Mine, um das Vordringen dieser Geschöpfe einzudämmen. Doch dabei hat sie auch eine Handvoll Überlebender dort drinnen eingeschlossen. Vielleicht kann ich mit Aufseher Tulskrek sprechen. Versucht es, wenn ihr wollt. Doch eines müsst ihr wissen. Ich werde tun, was ich kann, um diesen Schlüssel zu bekommen. Dem Clan wird das nicht gefallen. Da herrscht ohnehin schon allgemeine Verdrossenheit. Doch als Häuptling ist es meine Pflicht, das Beste für die Festung zu tun. Und wenn ich dafür Tulskrek fehlen muss... Ich werde mit Aufseher Tulskrek sprechen. Viel Glück dabei, ihn zur Vernunft zu bringen. Ihr werdet es brauchen. Leb wohl. Das ist er schon. Wenn ihr hier seid, um mich zu überzeugen, den Schlüssel abzugeben, dann spart euch den Atem. Es ist geradezu riskant, die Festung einem Angriff auszusetzen. Ursig weiß das, doch sie ist zu stur, um sich das einzugestehen. Masok hat den Schlüssel aus gutem Grund versteckt. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Macht ihr euch keine Sorgen um die Überlebenden? Natürlich tue ich das. Diese Orks gehören zu meiner Sippe, genau wie Ursig. Doch wir müssen uns den Tatsachen stellen. Sie sind wahrscheinlich tot. Häuptling Ursig meint, sie könne jedes Problem mit ihrer verdammten Alchemie lösen, aber irgendwann reicht es. Ich lasse nicht zu, dass sie die Festung gefährdet. Alchemie? Ja, sie setzt Tränke ein, die Steine auflösen. So geht der Bergbau schneller, sicher, doch das ist nicht unsere Lebensart und es ist gefährlich. Ich würde meine Hauer verwetten, dass ihre Alchemie schuld an diesem Einsturz ist. Während meine Frau in einem Käfig eingesperrt ist, wenn das mal keine Ironie ist. Wo ist der Käfig, in dem sie eingesperrt ist? In einem Lagerraum unter dem Langhaus. Nun hört mal zu. Ich will nicht, dass ihr versucht, ihr bei einem Ausbruch zu helfen. Ihr würdet es beide nicht lebend aus der Festung schaffen. Doch ihr könnt mit ihr sprechen, wenn ihr wollt. Ihr solltet auch ihre Seite der Geschichte hören. In Ordnung, ich werde mit Masok sprechen. Ein Wort der Warnung. Sie ist stur. Noch sturer als ich, also seid vorsichtig. Okay.
Das machen wir. Was denn? Ja, wir werden das gleich mal sprechen gehen, aber das werden wir jetzt nicht mehr machen, denn ich brauche auch erstmal eine Pause. Sind ja schon wieder lang genug hier am Aufnehmen. Haben wir schon wieder ein paar Folgen geschafft. Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Nachdem ich diese Pause genossen habe. Auf der Rückseite müssen wir wahrscheinlich. Ich bedanke mich wieder mal, dass ihr eingeschaltet habt bei uns. Schaut auch gerne unsere anderen Videos an und auch gerne mal zwischendurch im Livestream, wenn wir denn da online sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und auf Wiedersehen.